Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins in Tolvan. Und ja, wir haben einen Ruf vor uns, den wollen wir jetzt gleich ansprechen. Aber dieses Mal machen wir das in der Dämonenform. Und der Ruf spricht mit uns. Ich bin so hungrig. Was? Habe ich das gerade wirklich gehört? Für einen Moment schien es, als ob ich die Worte des Ruhs verstehen würde. Mein großer Bruder, wie gesagt, ein netter Mensch, hat ihm eine Roderfrucht gegeben. Wenn nur du dieser Mensch wärst. Okay, wenigstens bilde ich mir das nicht wirklich nur ein. Ah, das meint wohl, dass ich wirklich ein Dämon geworden bin. Ja. Müssen wir den Text nochmal sagen? Jetzt steht da, der Ruf scheint hungrig zu sein. Du und ich, wir haben uns noch nicht getroffen, wie es scheint. Na, ich denke, alle von euch, die in diesem Turm gefangen sind, müssen am Verhungern sein. Ja, und wir geben ihm die Roderfrucht. Danke dir, du bist so freundlich. Hier, nimm dieses Juwel als Zeichen meines Dankes. Es ist sehr schön und funkelt und ich mag es sehr. Aber ich mag dich noch mehr. Wie Rose putzig. Und wir haben einen Topas erhalten. Dadurch wurde unser Sonderklopf verbessert. Ich bin beeindruckt. Ihr seid sehr großzügige Kreaturen, wie es scheint. Ich danke dir. Das wird sehr hilfreich sein. Gern geschehen. Ich hatte so lange keine Roderfrucht mehr. Soll ich sie mit einem Bissen verschlingen oder sollte ich sie aufteilen und ein Stück für später aufbewahren? Entscheidung, Entscheidung. Ja, das ist ein schönes Gimmick des Tolvans. Wir können mit Ross reden. Leider bleibt der erste davon verschont. Beziehungsweise... Wir hätten das wahrscheinlich anders machen müssen. Wir hätten wahrscheinlich die Roderfrucht erstmal behalten müssen. Hätten so gemein sein müssen und sie ihm dann geben. Dann hätten wir mit ihm sicher auch reden können. So. Jetzt können wir es aber erstmal wieder hier durchhacken. Jetzt ist unser... Das Thunderclaw verstärkt, das können wir so einen hübschen rosa Ball machen. Der den Gegner verdammt viel Schaden macht. Und ihn auch verdammt viel Leben entziehen kann. Wow. Zwei sind schon mal tot. Und der dritte überlebt es auch nicht mehr lange. So. Dämonenstatue. Und Tor sind bereit. So, erst einmal gucken, ob wir ja genau die Leggings verstärken können. Und dann speichern wir erstmal wieder, bevor es zum nächsten Boss geht. Ja, wir sind schon beim dritten, zweiten Boss. Geht relativ schnell. Wenn man sich überlegt, vor 4 Folgen rum hatten wir den ersten Boss. Aber gut. Die Anthropodenkammer. Also die Kammer des Tausendfüßlers. Hallo, großer hässlicher Dämon. Das ist ein weiterer der 6 großen Dämonen von Ys, die Ys angegriffen haben. Ja, das ist Victigur, der giftige Anthropod. Und ja, als Unica haben wir damals einen Haufen Versuche gebraucht. Mal sehen, ob wir es als Toll besser hinkriegen.
erstmal wie immer die Taktik, seinen Panzer anzuknabbern und auf seinen Kopf aufzupassen. Und dabei die Giftkugeln wegzuschleudern. Na, wir haben ihm schon mal ziemlich guten Schaden angerichtet. Naja. Ah, ich mag die Bossfight-Musik. Gucken wir mal, dass wir... Aua. Die Teile hinten an seinen Kopf erstmal wegkriegen. So, genau. Oh, wir haben sogar schon seinen Schwanz kaputt gemacht. Oh, wir haben ihn schon ziemlich weit runtergeprügelt. Das finde ich gut. Das wäre ja was, wenn wir es beim ersten Versuch schaffen würden. Oh nö, jetzt macht er das. Nope. Gucken, dass wir ausweichen. Genau, und jetzt macht das in die andere Richtung. Wow, und hat uns erwischt. Mist. Macht das jetzt noch einmal rückwärts? Ja, macht er. Machen wir mal lieber den Boost an. Wow. So, jetzt gibt es nicht mehr viel. So, jetzt haben wir seinen Panzer geknackt. Jetzt müssen wir nur noch seinen Kopf knacken. Aua. Okay, zu früh gefreut. Okay, so hoch können wir leider nicht springen. Aber da können wir ihn erwischen. Wow, auf seinem Kopf rumstehen, wo er uns dicke Schaden macht, ist nicht so gesund. Aber auf seinem Schwanz rumhämmern. Genau. Können wir uns einfach mal nach vorne arbeiten. Und ich war gerade ein bisschen leichtsinnig, merke ich. Denn wir haben weniger Lebenspunkte an der Stelle. Gerade beim ersten Versuch. Oh, er kommt schon wieder runter. Das ist gut. Aua. Vergiftet sein ist weniger gut. Oh, Laserbeam ist noch viel schlechter. Ah. Ja, ich mag zwar die Bossfight. Oh, nö, muss das jetzt sein. Wow. Mist. Okay, nächster Versuch. Wir werden das aber schon noch hinkriegen in dieser Folge. Hm.
müssen nur etwas vorsichtiger vorgehen. Ja, so viel zum Thema vorsichtiger vorgehen. Wow. Wow. So, ein paar Teile haben wir schon mal kaputt gekriegt. Musst du so weit oben rumkrabbeln? Da treffe ich dich doch kaum. Wow, Laserbeam ausweichen. Wow, wieder dem Laserbeam entkommen. So. Du wirst nur, dass wir ordentlich draufhauen. Hilft. Oh, das sieht jetzt richtig gut aus, aber wir sollten nicht leichtsinnig werden. Wow. Er hat nämlich noch genug Teile, die... Wow, angreifbar sind, oder hat er uns mit Bombe katapultiert, die gerade hochgeht. Wow. 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 Weg mit euch, Bomben. So kriegt er uns noch nicht, aber beim nächsten Rundgang müsste er uns kriegen. Und wieder andersrum. Okay, er kommt weit außen. So kriegt er uns nicht. Also, so viel hat er nicht mehr. Okay, er zerteilt sich wieder. Jetzt sollten wir aufpassen. Erstmal, dass wir den ausweichen. So. Kopf ist verwundbar. Nicht wieder denselben Fehler machen. Und ihn schön da runterkommen lassen. Gucken, dass wir die Bomben loswerden. Mit denen er uns ja hier zur Genüge bombardiert. Und tot. Level up. Das war jetzt der dritte oder vierte Versuch. Ich glaube, der dritte. Ja. Und weiter geht's. In die nächste Zwischensequenz. Die gucken wir uns noch an. Ich sehe, also ist sie. Ja, sie treibt sich mehr und mehr an, seitdem die Dämonen aufgetaucht haben. Ich denke nicht, dass du mit ihr reden würdest und sie bitten würdest, sich etwas zurückzuhalten, oder? Wenn ich darüber nachdenke, ich habe gehört, die Kleria-Adern in den Minen wurden komplett versiegelt.
War das das Werk der sechs Priester oder euer Werk? Es war Rhea alleine. Die Priester und ich boten an zu helfen, aber sie weigerte sich, sie wollte es selber tun. Okay, ich rede mit ihr. Ah, also hat sie es dir gesagt. Sie macht sich Sorgen um dich, das tun wir alle. Du musst deine Grenzen kennen, du solltest deine Grenzen kennen. Du solltest dich nicht so selber so sehr antreiben. Ah, kein Grund zur Sorge. Ich bin mir über meine Grenzen sehr bewusst, das versichere ich dir. Und ich habe sie noch nicht erreicht. Ich habe eher erwartet, dass du mich fragst, warum ich es tue. Warum ich das Kleria versiegelt habe, meine ich. Du musst doch neugierig sein deswegen. Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir euch und den sechs Priestern vertrauen. Ich bezweifle nicht, dass ihr einen guten Grund dafür hattet. Und das ist alles, was wir wissen müssen. Aber was? Denkst du, es wäre kalt oder verantwortungslos, mir nicht zu erklären, was ihr da getan habt? Vergiss den Gedanken, ich bin dein Freund. Ich verstehe, dass da besondere Umstände waren. Du wirst es mir sagen, wenn die Zeit reif ist. Toll. Sam. Manchmal haben sogar wir etwas Angst. Unsere Entscheidungen haben solche weitreichenden Konsequenzen. Wir sind gezwungen, uns zu fragen, ob sie richtig sind oder nicht. Aber nochmal darüber nachzudenken ist untypisch für uns. Es lässt uns schwach erscheinen. Wir müssen uns immer absolut sicher sein in unserem Standpunkt. Niemals für einen Moment schwanken. Das ist, was von uns erwartet wird. Immerhin sind wir Göttinnen. Nein, das ist nicht wahr. Was? Ich weiß, ich habe nicht mal halb so viel Erfahrung wie ihr beide. Also habe ich kein Recht, wahrscheinlich kein Recht zu sagen. Aber ihr seid auch nicht wirklich perfekt. Wenn Göttinnen unfehlbar sein müssen, dann seid ihr gerade mal auf dem halben Weg dorthin. Aber der halbe Weg zur Perfektion ist trotzdem erstaunlich. Dich selbst dazu anzutreiben, ist einfach sinnlos. Du wirst nichts erreichen. Manchmal musst du deine Fehler akzeptieren und Hilfe von denen annehmen, die sich um dich sorgen. Also, du, ja, was weißt du nicht? Sprich offen über deine Gedanken. Offen über seine Gedanken zu sprechen mit seinen Freunden, ist richtig. So eine Grenze zu ziehen zu so einer Zeit. Du bist wirklich seltsam. Ja. Danke dir, Toll. Es ist alles okay mit dir, denke ich.
Ich denke, du solltest die erste Person sein, mit der ich solche Sachen diskutiere, wenn die Zeit dafür reif ist. Natürlich, es ist mir eine Ehre. Und bevor ich es vergesse, es gibt noch einen anderen Grund, warum ich dich besuche. Hm? Ja. Ich hoffe, du magst es. Ja. Wir werden noch nicht erfahren, was das ist. Wahrscheinlich erst nach dem nächsten Bossfight. Deswegen speichern wir hier erstmal. Und dann gibt es wieder einen Cut.